Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unternehmen der Woche. Wir beide freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und haben für euch aus aktuellem Anlass unser Unternehmen ausgewählt. Denn die Siemens AG hat ihren Geschäftsbereich Energy diese Woche aktuell frisch an die Börse gebracht. Viele von euch kennen von Siemens vielleicht die Haushaltsgeräte, aber das ist nur ein kleiner Teil im großen Universum von Siemens. Ja, hinter dem Riesenkonzern steckt natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel kann es sein, dass euer Auto mit einer Software von Siemens entworfen wurde oder dass eben dieses Auto in einer Fabrik hergestellt wurde, die von Siemens automatisiert wurde. Es kann auch sein, dass ihr schon mal in einem Zug von Siemens gesessen seid. Das ist Grund für uns, sich diesen Konzern mal genauer anzuschauen, und das machen wir jetzt. Ja, die Siemens AG mit Sitz in Berlin und München ist ein führender Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren besteht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf dem Gebiet Stromerzeugung und Verteilung, bei der intelligenten Infrastruktur, bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie der Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen im Straßen- und Schienenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Ja, durch Mehrheitsbeteiligung an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und der neuen Siemens Energy AG gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und Gesundheitsservices sowie bei Lösungen zur Energiegewinnung. Für Siemens Healthineers haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr hier nähere Informationen wollt, schaut es euch einfach mal an. Ja, durch die Ausgliederung von Siemens Energy will sich Siemens nun mehr auf sein eigentliches Kerngeschäft konzentrieren, nämlich auf die digitale Transformation von Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Und deswegen schauen wir uns jetzt diese drei Kernbereiche mal genauer an. Ja, der erste Geschäftsbereich, den wir euch vorstellen möchten, ist Smart Infrastructure. In diesem Bereich verbindet Siemens auf intelligente Art und Weise Energiesysteme mit Gebäuden und Industrien, um unsere Lebens- und Arbeitsweise nachhaltig und effizienter zu verbessern. Smart Infrastructure führt die Energieversorgung mit der Gebäudetechnik zusammen, und dort, wo sie aufeinandertreffen, sorgt Siemens dafür, dass die Energie effizient genutzt wird, beim Erzeugen, beim Verbrauch oder auch bei der Energiespeicherung. Als Beispiel dafür dienen zum Beispiel die Ladesäulen für die E-Autos. Der nächste Geschäftsbereich nennt sich Digital Industries. Die weltweite Digitalisierung schreitet voran, und damit einhergeht auch die Flexibilisierung von Produktionsprozessen. Und das bietet eben den Industrieunternehmen weltweit riesige Chancen und Möglichkeiten. Hier versucht dann Siemens als Innovationsführer Zukunftstechnologien in diese Produktionsprozesse zu integrieren, zum Beispiel über industrielles 5G oder künstliche Intelligenz oder über die Blockchain-Technologie. Mobility ist unser nächster Geschäftsbereich, und hierunter wird alles zusammengefasst, was mit dem Transport von Menschen und Gütern zu tun hat, zum Beispiel im Schienenverkehr. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens allen Mobilitätsanbietern, die Züge und Infrastruktur intelligenter zu machen, den Fahrgastkomfort zu verbessern und die Wertschöpfungskette effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Wir haben euch jetzt drei Geschäftsbereiche von Siemens vorgestellt. Zu den weiteren großen Bereichen zählen die neue Siemens Energy. Dazu machen wir vielleicht zu gegebener Zeit auch nochmal ein Aktienvideo. Und die Siemens Healthineers. Hierzu haben wir ja bereits ein Video gemacht, das ihr euch gerne nochmal anschauen könnt auf unserem Kanal. In dieser Grafik hier könnt ihr auch genauso gut erkennen, dass es noch viele weitere Geschäftsbereiche gibt, in denen Siemens unterwegs ist, aber auf die möchten wir jetzt nicht weiter genauer eingehen. Schauen wir uns noch die Aktienkursentwicklung von Siemens an. Hier konnte man in den letzten 5 Jahren inklusive Dividendenreinvestment eine Rendite von 45% erreichen. Wir hatten dieses Jahr während Corona natürlich einen deutlichen Einbruch. Der Kurs hat sich seitdem aber wieder erholt. Und jetzt durch die Ausgliederung des Energiegeschäfts und die Fokussierung auf das Kerngeschäft wird eigentlich ein weiteres Wachstum für die Aktie erwartet. Bei der Dividendenausschüttung sehen wir, dass Siemens seit Jahrzehnten eine steigende Dividende hat. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate seit 1987 beträgt rund 8%. Nun sind wir auch fast schon wieder am Ende unseres Videos, und wie immer unser Fazit zur Aktie. Ja, Siemens ist ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen mit einer wirklich langen Unternehmenshistorie.
Die Ausgliederung des Energiegeschäfts macht in unseren Augen auf jeden Fall Sinn. Das macht den Konzern schlanker und ermöglicht Siemens auch die starke Konzentration auf das eigentliche Kerngeschäft. Wir sehen Wachstumspotenzial vor allem durch den Fokus auf Megatrends, insbesondere die industrielle Digitalisierung. Ja, und auch für Dividendenanleger, die langfristig orientiert sind, ist die Siemens-Aktie sehr interessant mit einer Dividendenrendite von knapp 3%. An dieser Stelle, wie immer noch der Hinweis, dieses Video spiegelt unsere Meinung wider und dient nicht als Anlageberatung oder als Anlageempfehlung. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wir freuen uns schon wieder, wenn ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Unternehmen der Woche. Macht's gut und bis dann. Bis dann.